miteinander das Beste heute zum letzten Mal. Da darf man schon mal seine Gefühle zeigen. Okay, es gibt noch eine Möglichkeit, ein Gnadenakt an den Bundespräsidenten, meine Damen und Herren. Es ist eine bange Frage, ne, für uns alle. Was bringt uns die Zukunft, ein Leben ohne Miteinander? Der WDR war zum Glück sehr großzügig zu mir. Der hat mir bereits die Antragsformulare für die Sozialhilfe zugeschickt. Und das Tolle ist, ne, aller Fairness, auch Schmidt war sehr, sehr anständig. Schmidt hat vorgesorgt und für mich was auf die hohe Kante gelegt. Jawohl. Ja, leider bin ich nicht rangekommen. Und deshalb, meine Damen und Herren, beginnen wir die heutige letzte Folge mit einem Lehrstück zum Thema Ernährungskrisen in der Pubertät. Der Harald, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen, rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am zweiten Tag, oh weh und ach, wie ist der Harald dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tage endlich gar, der Harald wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am vierten Tage tot. Ja. Das ist auch dieser Witz, den ich gelesen habe in der Zeit. Sie kennen die Zeit, das Wochenblatt für die gebildeten Stände, schon eine Weile her. Es ist der Lieblingswitz von Heiner Müller, einer unserer bedeutendsten deutschen Dramatiker, meine lieben Freunde. Und ich würde ihn gerne erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn erzählen soll. Er ist vielleicht zu anspruchsvoll, oder? Na gut, ihr habt mich überredet. Der Witz geht so. Ein Blinder betritt mit seinem Hund ein Spielwarengeschäft. Plötzlich bleibt er stehen, packt dem Hund am Schwanz und wirbelt ihn über dem Kopf. Der Verkäufer stürzt völlig entsetzt auf den Blinden zu, sagt: Mann, sind Sie wahnsinnig, was machen Sie? Sagt der Blinde: Man wird sich doch noch mal umschauen dürfen. Zum Valentinstag mit Peer Teer. Hallo, bald ist Valentinstag. Da heißt das Motto: Lasst Blumen sprechen. Bitte? Na, sagt was? Schade. Zusammen zum Valentinstag mit Peer Teer. Inspektor Derrick. Guten Tag. Wir haben noch ein paar Fragen. Dann treten Sie doch bitte ein. Ist Frau von Kleist zu sprechen? Bitte. Ich glaube, Sie haben uns etwas verschwiegen. Ihre Tochter saß zur Tatzeit nicht im Sessel, sondern... Du meinst,
Genau, Harry. Auf der Couch. Das bedeutet? Genau. Bitte, regen Sie sich doch nicht auf, gnädige Frau. Und Ihr Bruder stand nicht am Fenster, sondern an der Tür. Stefan? Noch nicht. Harry. Telefon, Stefan. Danke. Schön ist für dich, einen attraktiven jungen Mann aus England. Ein junger Mann? Ein junger Mann, der ein Körperartist ist, der seinen Körper beherrscht wie kaum ein zweiter und noch sehr musikalisch. Für dich aus England, Oma, Chris Lynham. Completely naked in front of all the people there, because you are the apple of my eye. Dummers and chickens. I now stand before you, completely naked. Hey, do you know the music? There's no business like show business. Yeah. Yeah. 1, 2, 3. Hey, do you know the music? No business like show business. Yeah. Let's sing it. 1, 2, 3. There's no business like show business. Wait. It's not fucking Sunday night, new dad tea picnic. It's not a cup of tea. It's a fucking firework. I'm gonna sing in my ass. Sing it loud. 1, 2, 3. There's no business like show business. Yes. Like no. Meine Damen und Herren, wir testen für Sie wieder bekannte und beliebte Sprichworte. Heute: Intelligenz säuft, Dummheit frisst. Mal sehen, ob das Sprichwort stimmt. Prost! Mahlzeit! Das ist der Beweis, dass Sprichwort stimmt. Kennst du eigentlich diese Rubrik Unverlangt eingesandt, Feuerstein? Hier bei der Kölner Zeitung. Ne? Ich dachte eigentlich, das wäre die Redaktion für ARD-Vorabendserien. Ich habe oft hingeschrieben. Ne? Ja, aber das ist eigentlich von einer der aufregendsten Zeitungen hier, der Kölner Stadtanzeiger, jeden Samstag unverlangt eingesandt. Da schreiben also Leser und Leserinnen ihre aufregenden Erlebnisse. Und was Sie hier sehen, das ist zum Beispiel Frau Elisabeth Bund, die lebt in Kerpen-Monheim. Und Kerpen-Monheim, das wussten wir bisher nicht, ist Deutschlands Katzenhauptstadt. Das ist, ich möchte das mal lesen, denn in Kerpen-Monheim lebt auch Eva Kost. Und sie schreibt unter der Überschrift: Ein großes Herz für kleine Tiere. Seit Jahren bin ich aktive Tierschützerin, hauptsächlich zuständig für die Sterilisation und Kastration verwildeter und herrenloser Katzen im Erftkreis. Zusammen mit ein paar wenigen Frauen versuchen wir, diese Aufgabe zu bewältigen. Schön. Das ist bei all diesem Zynismus und dieser Kälte, die nee, sich in der Gesellschaft breit macht, schön, dass jemand so selbstlos ist. Und Frau Elisabeth Bund aus Kerpen-Monheim schreibt unter der Überschrift: Stöpsel ist wieder da. Bei Stöpsel handelt es sich um eine pummelige,
um ein pummeliges, schwarz-weißes Katerchen mit etwas zu kurz geratenen Beinen. Der Name... Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Der Name ergab sich von selbst, als ich Stöpsel an einem eiskalten Wintertag als damals noch ausgehungertes, vor Kälte zitterndes Katzenbündel im Alter von 4 Monaten auf einem Schrottplatz mit einer Katzenfalle einfing. Heute ist Stöpsel ordnungsgemäß kastriert, tätowiert, wohnungsintegriert und an einen mit Katzennetz gesicherten Balkon gewöhnt. Frau Bund, im Namen aller Tierfreunde, ein herzliches Dankeschön und, wenn Sie erlauben, man möchte fast Ihr Stöpsel sein. Wenn man das liest. Das ist, also mir ist es so, als hätte ich gar... Dann kommen wir jetzt zur Trauung. Ich frage Sie, Frieda X, wollen Sie den hier anwesenden Herbert F. heiraten? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich frage Sie, Herbert F., wollen Sie die hier anwesende Frieda X. heiraten? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Was machen Sie denn? Ich bin Ehebrecher. Meine Damen und Herren, heute ist ja Valentinstag, bekannt und benannt nach Karl Valentin, der nicht nur ein genialer Komiker war, sondern der, und das ist der Grund, warum wir an ihn denken, der ja vor allem tot ist. Ein Grund für uns, Karl Valentin zu ehren mit einem Lied von einem anderen großen Toten, nach einem Text eines wohl noch größeren Toten, Franz Schubert, nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe, Opus 96, Nummer 3, Wanderers Nachtlied. Die wenigsten von Ihnen werden das je erlebt haben. Aber es war ja auch meine Rolle, immer den Kopf hinzuhalten. Na gut, sicher. Aber meistens habe ich auch dann immer nur noch Vorwürfe dafür gekriegt. Na gut, sicher. Und wenn ich mich gewehrt habe, dann hieß es immer wieder, na gut, sicher. Na gut, sicher. Das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Zu diskutieren, meine Damen und Herren, deswegen geht es jetzt weiter. Na gut, sicher. Jetzt kommt der Star! Hurra! 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 Feuerstein, ich darf dich schon mal bitten, den roten Teppich auszurollen? Jawohl. Sie kommen zurück von Ihren Flitterwochen und Sie sind braun gebrannt. Davon konnte ich mich vor Beginn der Sendung überzeugen. Heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen in Schmiteinander. Sonderbotschafter Konsul Weyer und Gattin Christina. Ja. Ungewöhnlich. Ja. Was sind denn das für Sitzgelegenheiten? Das Gestühl nicht okay? Die sind ja ein bisschen hart, ne? Das ist Paraguay-Design. Ja. Ja? Der Eisschrank wohl auch hier. Nein. Möchten Sie sich hier hinsetzen? Hatten wir schon mal mit Frau Gunilla von Bismarck? Das wäre das. Feuerstein bringt den Rollstuhl zu den Konsul. Ja? Danke. Ja. So, nicht so geil mal hier. So, dann würde ich sagen, nehme ich doch hier Platz. Ja? Okay. Okay, soweit. Herzlichen Dank. Ich muss mich entschuldigen, ich habe gelesen, zwischen 60 und 80 Millionen US-Dollar konnten Sie für die kalten
älteren Tage auf die Seite legen. Ist es in etwa richtig, Herr Betrag? Ja, dank unserer Mitbürger, die sich meiner Dienste 26 Jahre vergewissert haben. Das 60 Millionen Dollar? Ja, insbesondere zwischen 1982 und 1987 war ein Boom in meiner Branche. Das sieht also, wenn man sagt, um 7 Uhr morgens aufstehen und den ganzen Tag ranklotzen, lohnt sich irgendwo doch. Ja? Nein, ich bin ja immer schon der Meinung gewesen, dass wer, es ist leider traurig, muss ich aber wiederholen hier, wer viel arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Ja, das hat also bei Ihnen gut funktioniert. Flitterwochen, wirklich gerade zurück aus den Flitterwochen, wo waren Sie, darf ich fragen? Ja, das würde, glaube ich, eine Stunde dauern, wenn wir das alles aufzählen. Wir sind alle nur die wichtigsten Länder, bitte. Lassen wir die dritte Welt weg. Nur die wichtigsten Länder. Zuletzt waren wir in Thailand und haben dem König Bhumibol eine Trompete gebracht. Wofür das? Als Geschenk? Oder? Ja, als Geschenk für eine Gegenleistung, über die ich aber jetzt nicht. Aber ich wollte eigentlich etwas anderes noch sagen, wo wir die Freude haben, hier zusammenzusitzen. Wir sind auch geschäftlich zu Ihnen gekommen. Eigentlich, wir wollten Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Nämlich? Und zwar halte ich es für gut, Ihnen wenigstens mitzuteilen, dass ich in der Lage bin, mit Ihnen eine Adoption zu machen, dass Sie den Namen Schmidt loswerden. Ah ja. Das heißt, also ich, Sie sehen, das Publikum ist, aber Moment, warum soll ich Konsul Weyer nicht adoptieren, wenn er das möchte? Aber Sie haben es natürlich anders gemacht, ein kleiner Scherz. Ja. Was würde mich so eine Adoption, wer wäre das, wer mich da aufnimmt? Also irgendwie ein popeliger Ton und Taxis oder richtig teurer Adel? Reden Sie bitte nicht so über meine Kundschaft. Also ein Ton und Taxis wäre auch drin, weil Sie wissen, fast jede adlige Familie hat ein schwarzes Schaf. Und wir haben auch einen Ton und Taxis auf der Warteliste, der dringend sein Dach bedecken muss neu mit Schiefern und etwas Geld braucht. Und wie viel kostet mich das in etwa eine Adoption da? 100 und 150.000 Mark. Also das wäre noch machbar. Das finde ich auch. Sie haben es, da kann man klar sagen, nicht mehr nötig zu arbeiten. Das kann man mit aller Bescheidenheit sagen. Sie sind hier, weil Sie Spaß auf hohem intellektuellen Niveau brauchen? Nein. Ja. Nein, wir wollen eben Ihre Frage offen beantworten. Ja. Nachdem von diesem zauberhaften Sender 7 Battle, genau von Ihrer Sendung, von diesem zauberhaften Hause 7 Battle-Briefe gekommen waren, haben wir uns herbewegt. Das muss man auch mal sagen. Ja, so einfach. Wir geben nachher die Liste mit den Namen bekannt von den Leuten, die uns schreiben. Bitte ladet uns ein. Aber Konsul Weyer mussten wir wirklich mehrmals bitten. Und wir freuen uns riesig, dass Sie gekommen sind. Wir sind gerne hier. Wo geht's von hier aus hin? Das kann man eigentlich kaum sagen. In die Lüneburger Heide. Oh, herrlich. Eine wunderbare Insel. Ja? Ich habe gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe gelesen, Sie haben in einem Interview gesagt, Ihr Motto ist, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, Gott schütze mich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Ja? Ist das richtig? Da ist was dran. Aber das muss man erklären. Also wir sind sehr, sehr gerne Deutsche und wir wohnen in Copacabana in Rio de Janeiro und ich habe eine diplomatische Vertretung dort und sitzen die Leute schon morgens auf der Treppe und versuchen uns anzupumpen. Mm. Und das war natürlich für uns etwas, was uns körperlich wehtut. Wir kennen das von Mallorca. Schönen Dank, dass Sie hier waren. Ja, okay. Oh,
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Mona Lisa ML. Es ist schon erstaunlich, wie viel zum Teil aggressive Briefe wir nach jeder Sendung vor allem von Männern bekommen, denen wir mit unseren kritischen Beiträgen über Pascha-Verhalten, Machotum und Chauvinismus ganz schön auf den Schlips treten. Das scheint auch in Zukunft so zu bleiben, obwohl es immer mehr Männer gibt, die Gott sei Dank umdenken, wie unser nächster Beitrag zeigt. Das ist Harald S., 32, und seine Ehefrau Bertha, 26. Auf den ersten Blick ein ganz normales Ehepaar. Und doch sind die beiden etwas Besonderes. Denn Harald S. ist Hausmann. Er hat seiner Frau zuliebe seinen Job als Generaldirektor einer deutschen Bank aufgegeben, damit Bertha S. ihre berufliche Karriere weiterverfolgen kann. Ich finde es toll, wie einfühlsam mein Mann geworden ist. Und wie er auch wirklich versteht, wie wichtig mir der Beruf ist. Ich meine jetzt als Frau und... Es gibt wirklich wenig Männer, die das so verstehen, die auch das Gefühl dafür haben. Und dafür bin ich ihm dankbar. Das war dann keine Frage für mich, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, Schatz, kümmere du dich weiter um deine Karriere und ich bleibe zu Hause und mache den Haushalt. Zur Familie gehört auch Berthas 72-jährige Mutter, die nicht wie so viele ältere Menschen in ein Heim abgeschoben wurde, sondern mit vielen Aktivitäten voll in die Familie integriert ist. Bei der Hausarbeit wird Harald S. von Au-pair-Mädchen Tina aus Kopenhagen unterstützt. Dabei geht es durchaus humorvoll zu. Tina ist für uns praktisch eine Austauschschülerin, denn sie wurde ja gegen meine Frau ausgetauscht. Wenn Bertha S. gegen 20 Uhr mit dem Bus von der Arbeit kommt, hat ihr Mann bereits das Abendessen für sie vorbereitet. Nicht in allen Familien klappt der Rollentausch so perfekt. Ich hätte nie gedacht, dass mein Mann die Umstellung vom Bankdirektor zum Hausmann so perfekt schafft. Seither ist unsere Beziehung viel intensiver geworden. Ist für mich unweigerlich damit verbunden. Ja. Neu ist für mich, dass du dir die Flöte an die Nase hältst. Was genau willst du damit sagen eigentlich? Als ich dich kennengelernt habe, warst du Salzburgs prominentester Rektalflötist, glaube ich. Das ist so blöd, ne? In der letzten Sendung. Wir haben wahnsinnig viel Zuschauerpost bekommen und was glaubst du eigentlich, was hängen bleiben wird von dieser Sendung? Mit die großen Erfolge. Ich glaube, was mir gefällt, ist, dass diese großen Erfolge Sachen waren, die ein bisschen tiefer gegangen sind, die nicht so an der Oberfläche waren. Ich glaube, mein großer Erfolg wird bleiben, das hier. Und das ist ein beruhigendes Gefühl, weißt du? Ja. Also, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen dünn, ne? Eigentlich schon, eine Geste. Ich glaube, dass bei mir eigentlich schon mehr hängen wird. Weißt du, auch die Philosophie, die Intellektualität und... Jetzt rufe ich aber doch mal bei Fürstin Gloria an, was es dort heute zu Abend gegeben hat. Ich glaube, ich muss mich erst verbinden lassen. Lass auf! Wir müssen die Kontrolle zur Säuglingsstation. Ich höre fast nichts. Ah, das Freizeichen. Hallo? Fürstliche Verwaltung Regensburg, grüß Gott. Guten Abend, Harald Schmidt in der Sendung Schmidt einander. Ich hätte gern Fürstin Gloria gesprochen, bitte. Einen Augenblick, bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Hey, hey. Kleine Nachtmusik, ja. Ob sie das selber spielt? Hm? Ich glaube auch. Weil die sind doch jetzt so arm, die können sich ja nichts mehr leisten, ne? Einen Augenblick noch, bitte. Gerne, wir haben Zeit. Ja, bitte, wir sind ja nicht live. Einen Moment.
Sie will es erst zu Ende spielen, weißt du? Ist sie im Westflügel auf F17 oder? Hallo? Aber Mozart hört man auch gerne zweimal. Ich sehe sie schon durch die Korridore schreiten. Das ist ja, ja. Ein langer Weg, ne, zum Telefon. Ja. Die haben nur, glaube ich, einen Anschluss. Fürstin? Hallo? Ja? Ich spreche mit Fürstin Gloria. Ja? Guten Abend, Harald Schmidt hier. Grüß Sie. Wie geht's Ihnen? Das ging ja rasch, mein Gott. Ja. Saßen Sie direkt neben dem Telefon? So ungefähr, ja. Ja. Ich saß am Telefon, ne? Sie haben recht. Eine Frage, was gab's denn heute bei Ihnen zu Abend? Also bei mir gab's heute zu Abend einen Salat mit Mozzarella, weil nämlich meine Köchin auf einer Wallfahrt ist. Ah. Und ich nicht kochen kann. Wo ist sie denn auf Wallfahrt? Die ist nach Altötting gewandert. Beim Tandler, ja? Ja, so ungefähr. Ja, der hat ja da das Gasthaus, ja. Gewandert? Ja, die pilgern, also die gehen zu Fuß von Regensburg nach Altötting. Ach so. Und in der Zeit gibt es bei uns natürlich nur kalte Küche. Das ist aber schön Mozzarella, das ist ja was Leichtes. Ja, ja eben. Waren die Kinder beim Essen da? Alle? Die Kinder waren beim Essen da. Ja. Und wir sind dann anschließend auf einer sehr nassen Wiese ausgeritten. Das ist schön. Auf einer nassen Wiese ausreden, ich glaube, ausreiten, das ist was Schönes. Ich selber habe es in meiner Jugend oft gemacht. Ja? Fürstin, danke für die Zeit und einen schönen Abend noch. Danke Ihnen auch. Ja, wiederhören. Tschüss. Danke. Hey. Sag mal, warum meinst du, musste die Köchin Wallfahrt, wenn sie dir irgendwas anbrennen hat lassen? Was? Oder sowas? Warum die Köchin auf Wallfahrt gegangen ist? Keine Witze über religiöse Glauben. Ja, das habe ich dir x-mal gesagt. Mit ja? Der Papst rutscht in der Wanne aus und du machst hier Witze. Anfängst, ne? Ja, das habe ich dir 100-mal gesagt. Höre ich dich nicht. Ich habe dir 100-mal gesagt, wenn das nicht anders wird, ich prüfe den Glauben hier nicht rein. Eines Tages schlagen zurück und zwar nicht hinten. Nee, ich habe wirklich, wenn du trittst, habe ich wirklich Angst, dass ich die Stimmlage wechsle. Das kann sicher sein. Ne? Hallo. Schön, dass Sie uns eingeladen haben. Sie sehen einfach hinreißend aus. Und Ihr Kleid ist ja stoffgewordene Sünde. Dürfen wir uns setzen? Bitte. Die Rose der Rose. Der edle Tropfen dem edlen Geschöpf. Jetzt, wo wir uns schon so lange kennen. Sollten wir eigentlich du sagen? Du? Ganz schön heiß hier. Eine Hitze, die nicht nur vom Kaminfeuer kommt. Manche Frauen mögen Männer mit Haaren auf der Brust. Manche mögen es lieber glatt. Wir haben beides. Erlaubst du, dass wir es uns ein bisschen bequemer machen? Wir sind gleich wieder zurück, meine Liebe. Manche Frauen mögen es sanft und zärtlich. Manche mögen es lieber hart. Wir haben beides. Liebe Törin, du duftest. Und riechen tust du auch so. Spürst du den zwingenden Drang der Leidenschaft? Bist du erregt? Bist du geil? Wir auch. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Das läuft schon klar. Wirkt aber immer. Komm, gib dich ganz deinen Gefühlen hin. Lass dich gehen. Sei nur noch Weib. Du. 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 Das nenne ich eine spontane Begeisterung. Das finde ich so toll. Das kommt so raus. Ne? Also ich war vorhin nicht so zufrieden mit dem, was übrig bleibt, denn es gab ja noch mehr. Ich hatte ja diese fantastische singende Säge. Zufällig habe ich sie hier mit dabei. Gleich zwei Stück davon. Hier mein Liebling. Kleinere Ausgabe, das geht so. Und da wollen natürlich viele Leute wissen, wie geht das? Meine Damen und Herren,
Die richtige Zahnpflege ist eine der Voraussetzungen. Wollen Sie mal machen? Sie können mal die mit der Kleinen hier versuchen. Ja? Einfach so hochhalten und dann, ja? Ja, sehen Sie? Nee, nein, das muss gekonnt sein. Ne? Vielleicht zum Abschluss ein kleines Duett. Jetzt kommt einer unserer besten Filme, meine Damen und Herren. Und zwar kommt jetzt der tolle Film, der heißt... Ja. Tanja, ich spüre meinen linken Arm nicht mehr. Nee. Wieso sagst du eigentlich, wenn ich Dr. Dressler bin, zu mir Harry? Harry ist der Assistent von Derek. Ich dachte, du wärst vorher... Nein, Derek heißt auch Dr. Dressler ist der Satz, Tanja. Ja. Hier ist keine Rampe. Ja? Ah ja. Und was sag ich Stefan dann? Ist... Harry, manchmal hasse ich meinen Beruf. Also, das solltest du dir mal merken. Was ist das? Ein Scherzkeks. 5 sinnlose Sekunden eines dünnen, primitiven Gags, meine Damen und Herren. Aber das ist, glaube ich, der Abschiedsschmerz, der mich zu derart schwache Leistung auflaufen lässt. Ich muss auch ehrlich sagen, die Worte versagen ein bisschen in so einer Situation. Ja. Was Feuerstein um mich bewegt, lässt sich eigentlich mehr mit den Mitteln des modernen Tanztheaters ausdrücken. Das ist ein Geschenk, das uns 2 Zuschauer aus Stuttgart-Freiberg geschickt haben. Nämlich die Gebrüder Lomprich aus der Graf-Adelmann-Straße in Freiberg. Sehr geehrte Herren, als wir erfahren haben, dass ihr euch von uns trennen wollt, möchten wir noch die Gelegenheit nutzen. Ist es eigentlich grammatikalisch ganz korrekt? Als wir erfahren haben, dass ihr euch von uns trennen wollt, möchten wir noch die Gelegenheit nutzen. Nein, das ist von der Zeitenfolge natürlich falsch. Ne? Ja. Ja. Um euch ein Abschiedsgeschenk zu machen. Da ihr uns mit eurer Sendung immer so frohe Stunden... Eigentlich wollten wir das nicht vorlesen, ne? Wir wollten das nur zeigen. Ach so. Und zwar haben sie uns diesen Leuchter hier gebastelt. Süß, ne? Oh. Und die Säge? Sie haben auch diese Säge dazugegeben, denn wenn man sich trennt... Wo hast du denn das gelernt? Bitte? Ich habe das genau gesehen. Das ist die Geschichte von Herbert F., 28. Es ist eine schlimme Geschichte, die jeden Tag vielen anderen deutschen Männern widerfährt. Mit dem Unterschied, dass die anderen keine Chance haben, sie zu erzählen. Herbert F. hat sie und nutzt sie, um uns zu warnen. Ich bin ein armer Hufschmied und hatte in Deutschland noch nie eine Chance. Aber als mir Freunde von Polen erzählten, von den tollen Würsten, die es dort gibt und den guten Frauen, tja... Da begann ich nachzudenken. Diese Legende vom paradiesischen Osten machen sich üble Geschäftemacher zunutze. Einer von ihnen ist Harald S. Der Ex-Fremdenlegionär und ehemalige Dompropst zu Paderborn ist nach einer spektakulären Pleite als Baulöwe in einer polnischen Kleinstadt gestrandet, wo er ein dubioses Büro eröffnete. Als Heiratsvermittler für Polinnen, die deutsche Männer suchen. Nenn ich mir... Die sind da, sieht feierlich aus und hat was Unschuldiges. Der kommt mit voller Krankenversicherung, 3 Wochen Rückgaberecht und Potenzgarantie. Voller Hoffnung trifft Herbert F. in Polen ein, um seine künftige Gattin kennenzulernen. Es ist die 30-jährige Wurstgroßhändlerin Tanjana Schlampinski. Um sich die Fahrkarte leisten zu können, musste er sein letztes Hemd verpfänden. Aber das war ihm die Investition in eine gesicherte Zukunft wert.
Für den Augenblick scheint es ihm, als hätte er das ganz Große losgezogen. Ist kleiner als dachte ich. Hast gelungen bei Fragebogen, hm? Naja, komm trotzdem. Das vermeintliche Paradies entpuppt sich rasch als Hölle. Herbert F. erkennt schon nach kurzer Zeit, hier wurde kein Partner gesucht, sondern ein Putzmann und Sexsklave. Was Schienen, Arsch, Popovic. Brauche dringend einen deutschen Mann. Kannst du mir morgen da einigen? Schon wieder, Luder von nebenan. Hast du gebraucht erst gestern? Oh, was kann ich machen, wenn ich bin so heiß? Na schön, Popovic, geh rüber. Aber lass übrig was für Oma. Es gibt keine Freunde, keine Hilfe, keinen Sonntag für ihn. Und schlimmer noch, auch keine Bild am Sonntag. Nach 17-jähriger Hölle hat Herbert F. Glück. Nach einem Damenkränzchen, bei dem Tanjana wie jeden Sonntag ihren deutschen Ehemann mit 34 Freundinnen teilt, vergisst sie, das Fenster zu verriegeln. Mit Hilfe mehrerer Stränge Krakauer Dauerwurst kann sich Herbert F. abseilen und schafft die Flucht als sibirischer Elchjäger verkleidet bis nach Bangkok, wo er heute endlich seinen Traumjob ausübt, als Gogo-Tänzer in einer Touristenbar. Harald S. aber betreibt sein schmutziges Geschäft weiter. Schon zwei Tage nach Herbert F.'s Verschwinden ist die Wurstgroßhändlerin schon wieder bei ihm, auf der Suche nach einem neuen Opfer. Nehmen Sie doch den da, guter Mann. Hat immer seinen Ständer mit dabei. Jetzt zu unserer heutigen Zuschauerfrage, meine Damen und Herren, die nicht mehr beantwortet wird. Deswegen stellen wir sie jetzt und blenden aber auch keine Telefonnummer mehr ein. Und zwar ist es eine musikalische Zuschauerfrage. Sie wissen ja, es gibt das A-Dur-Klavierkonzert, es gibt die H-Moll-Messe, aber einen Buchstaben haben sich alle Komponisten geweigert zu vertonen. Welcher Buchstabe ist das? Eine kleine Hilfe vielleicht? Ja, eine kleine Hilfe geben wir Ihnen jetzt, das hat mich völlig rausgebracht, das ist mein Dirigentenstab, ne? Eine kleine, ganz kleine Hilfe geben wir aber vorher noch. Es gibt wertvolle Preise zu gewinnen, entweder unser Schmidt an einem Zubehör oder ein Ferrari, einen Abenteuerurlaub in Brühl, eine Kaffeefahrt in die Steueroase nach Belgien oder Bargeld im Wert von 6 Eigenheimen. Das war's doch, oder? Sehr gut, jawohl. Ja. Und jetzt ein kleiner Hinweis, ne? Wie die Antwort sein könnte. Und dazu haben wir uns der Unterstützung eines Chors versichert, nämlich... Sag du ihn. Der Erfstädter. Ja? Nein, der Erfstädter. Stop. Ja, du jetzt, ne? Der Folklorechor Erfstadt. Der Folklorechor Erfstadt! Ja, das war ja deine Ansage. Das musste ich ja gar nicht wissen. Das war deine Ansage. Brauchen wir noch ein A oder ist alles in Ordnung, ja? A noch? Okay, reicht, ja? Es ist diesmal wirklich soweit. Wir kommen nun zum Abschluss. Schmiteinander, das Beste wird Schmiteinander, die Legende. Die Bühnenarbeiter stehen hinter den Kulissen schon bereit zum Abbau. Vielleicht soll ich jetzt mal ganz ehrlich und ganz offen über das reden, was sich hinter den Kulissen wirklich zugetragen hat. Also. Die sind wirklich weg. Ja.
Das ist eigentlich so der Zustand, von dem wir immer geträumt haben, wenn du ehrlich bist. Ich höre dich kaum mehr. Kein Publikum. Zu still, ne? Keine Zuschauer. Ja. Willkommen bei Vox. Fühlst du dich einsam so? Was ist das für dich? Schau, wie schön diese Bänke sind. Die haben wir nie gesehen. Ja. Wieso klingelt das Telefon jetzt? Es kann doch gar keine Ahnung. Hallo? Die Lösung heißt N und ich will den Ferrari. Wer sind Sie? Das geht Sie nichts an. Ich will den Ferrari. Woher rufen Sie an? Von weit, von Belgien. Feuerstein, komm, also, das ist doch wirklich, das ist so. Du gönnst mir nicht mal einen, mir nicht mal einen Ferrari zum Abschluss. Doch, ne? Aber. Ich meine, jetzt habe ich 4 Jahre geschuftet, gelitten, gefehlt und einen kleinen lächerlichen Ferrari. Nee, aber das du selber. Gebrauchtauto? Komm, nee, das ist auch wirklich. Alten Mercedes. Nicht mehr übel, aber erst das und jetzt Feuerstein, bitte. Du hast es ja, Schmidt. Ich gehe. Ja. Tschüss, Feuerstein. Fahrrad? Tschüss, Schmidt. Tschüss. Und vergiss nicht, das Licht auszumachen. Nee. Danke.